dieser Fahrradständer, der ist in der Länge anpassbar. Wenn man diese Schraube hier löst mit einem Spezialwerkzeug, dann kann man den hier nach unten rausziehen. Auf der anderen Seite sieht man auch, wie weit. Also hier kommt jetzt quasi der Halter zum Vorschein. Weiter geht es dann nicht, dann wird es auch so kippelig. Und dann in der gewünschten Länge kann man das halt einfach wieder festziehen. Und dann bleibt er da stehen. Weiter Standfuß. Und stabil nachher dran. Und hier oben braucht man ein bisschen einen anderen Aufsatz. Der ist ein bisschen breiter. Und dann kann man die Schrauben einfach rauslösen. Mach das einmal ganz schnell. Da ist auch nichts, was man ausprobieren könnte, was zu beweisen war. So. Und wenn das dann schon reicht, dann kann man den unteren gegebenenfalls dran lassen. Noch einfacher ist es natürlich, den auch mit rauszunehmen. Und dann wird der Fahrradrahmen da einfach nur zwischengesetzt und dieser kleine Schutz, den man hier sieht, verhindert, dass das Metall auf Metall scheuert und unterstützt eben den festen Halt, ohne dass es nachher Stellen am Fahrrad gibt. Dann wird es wieder festgespannt, festgeschraubt und schon hat man den Ständer, kann die Länge anpassen, schön festschrauben, mit Werkzeug festschrauben. Ja, und dann hat man einen Ständer mit diesem wunderschönen roten Punkt noch dran. Sehr massiv verarbeitet in einem schönen Winkel. Klappt, hält. Sehr schön.